Ja, Tag Leute, hallo zum Aussteigerkanal. Ich wollte heute mal ein Video machen, weil heute ein paar Leute angekommen sind aus Thüringen, eine Familie. Und das ist der Simba, der läuft gerade durchs Bild. Die möchten gerne ein bisschen anonymer bleiben, aber möchten auch ihre Erfahrungen mitteilen, wie die Reise eben war. Wir müssen schnell sein, meine Lieben. Ja, wir haben gerade hier das Tor und also erzähl mir doch mal, wie das war. Deine Reise hierher mit all diesen Corona-Beschränkungen. Stressfrei. Weder Zöllner noch Sperrung. Also im Prinzip kannst du, als würde ich jetzt von Thüringen nach Berlin fahren. Also ohne jegliche Beschränkung. Das Einzige, was war in der Schweiz, waren zwei Grenzbeamte. Die haben den ersten, den Schweizer, den haben sie kurz was erzählt. Und wo die uns gesehen haben mit dem deutschen Nummernschild, sind sie reingegangen und kam auch keiner mehr raus, konnte man gleich durchfahren. So, und in Und Portugal, in Spanien Spanien ist war ja gar nicht, eigentlich Maskenpflicht komplett auf der Straße und so. Habt ihr war da aber Probleme nichts. gehabt? Gar Gar nichts, gar nichts. Das nichts. Einzige, was war, wie ich schon gesagt, die hatten zwei Großrazzien gemacht, aber da ging es wohl mehr um entweder Einbruch, Mord. Also es war richtig Großrazzia. Okay. So, und Aber da haben sie euch angehalten auf der Autobahn oder angehalten, die haben nur nicht? gefragt, wo wir hinwollen. Da haben wir gesagt Portugal und da hat er gesagt, gute Fahrt. Okay, ja, Also ist ja es ging cool. alles, ja. Ist ja cool. Und in Portugal selbst, wenn du nicht wüsstest, dass es eine Grenze ist, wirst du es ja gar nicht mitkriegen. Dann Ja, bist du ja schon in Portugal. das stimmt, Also von daher. ja. Also hier ist heute eigentlich angesagt, bis Dienstag, glaube ich, dass man nicht von einem Distrikt zum anderen fahren darf. Pico. Die Hunde verstehen sich nicht. Und eigentlich kontrollieren sie auch auf den Autobahnen und man darf nur geschäftlich unterwegs sein. Und seid ihr jetzt auf der Autobahn Auf hergekommen, der eigentlich in Autobahn, ja. Portugal? Ja, Und ja. es gab keinerlei Kontrollen. Nichts, nichts. Okay. Also es ist alles irgendwie übertrieben. Also die Leute machen euch Angst, und wollen einfach verhindern, dass ihr rausfahrt. Also alle Grenzen sind offen. Wir haben heute den wievielten? Den? In 30. Heute ist ja Halloween. Heute ist Halloween, genau, heute ist der 31. Also es war null Problem, hierher zu fahren und lasst euch nicht einreden, dass es nicht geht, denn es geht und sie sind alles in allem heil angekommen und genau, lasst euch nicht entmutigen und zieht euer Ding durch, wenn ihr herkommen wollt. Ne? Das wollte ich euch eigentlich nur mitteilen. Okay, alles klar. Dann bedanke ich mich bei dir Danke. und für euch bis zum nächsten Mal. Tschüss.